Hallo, mein Name ist Gamera und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Ja, The Devil's Daughter, so heißt das Game. Wir sind hier am Tatort, am Schauplatz eines Mordes, wo der liebe Herr tot aufgefunden wurde. Wir waren gerade eigentlich auf dem Weg zu einer Bowl-Preisverleihung, weil wir den ersten Platz gemacht haben. Und genau dort, an diesem Ort, an diesem Clubhaus, hat sich dieser Mord ereignet und da liegt da der Gute. Mir wurde eben gesagt, dass ich Tee drücken soll hier irgendwo in der Ecke, aber wir gucken uns erstmal alles um. Hier ist Tee schon mal, aber ich gucke mir schon mal das hier an. Genau. Uns wurde auch gesagt, dass von dieser Statue, hier stand eine Statue, der Speer benutzt wurde, um ihn zu töten. Also da auf jeden Fall erstmal zu diesen Infos, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Wir gucken uns jetzt hier erstmal alles an. Teil der Befestigung der Statue. Okay. Es wird mir die ganze Zeit händeringend gesagt, ich sollte doch mal T drücken. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die anderen Personen entgehen könnten. Zum Beispiel das. Spuren von Metall auf Stein. Okay. Was sagt uns das? Spuren von Metall auf Stein. Das kann doch nicht sein. Spuren von Metall auf Stein. Aber hier fehlt auf jeden Fall noch was. Irgendwas fehlt hier noch. Sonst würde das jetzt grün angezeigt werden, wenn da nichts fehlen würde. Das kann doch nicht sein. Das sind Spuren von Metall auf Stein. Ah, Mann. Keine Ahnung. Ich finde hier jetzt persönlich gar nichts mehr, aber ich denke mal, dass wir mit diesen Spuren von Metall auf Stein, dass wir damit irgendwie noch was anfangen sollten und müssten. Aber gucken wir einfach mal. Hier ist noch was. Spuren von Metall auf Stein. Okay. Das Befestigungseisen ist kaputt. Die Fläche ist beschädigt. Die okay. Statue hat sich offenbar von ihrem Podest gelöst. Der Chef des Clubhauses hat ja gesagt, dass sich die Statue von selbst bewegt hat und den Typen gekillt hat. Also die Statue hat sich wirklich davon gelöst, scheinbar. Es sieht so aus, als ob sich die Statue von ihrem Podest gelöst hätte. Also sie hat sich selber bewegt. Verstehe ich das richtig? Okay. Mit dem können wir quatschen, mit dem quatschen wir auch mal. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Alles klar. Okay, das war jetzt nicht so weltbewegend und hier ist nochmal ein Tee. Ah. Das sind doch, das kann doch nicht sein, das sind doch Kratzer auf dem Stein. Okay, alles klar. Okay, das habe ich nicht erwartet, aber das sind Kratzer auf dem Stein, okay. Dann gehen wir mal den Weg einfach entlang. Also hier passiert ja offensichtlich irgendwas oder ist offensichtlich passiert. Aber wo? Hä? Ach, da oben, guck mal. Ein zerbrochener Ast. Jemand ist auf den Baum und dann über die Mauer gesprungen. Das ist interessant. Also der Täter ist auf jeden Fall da geflüchtet, schätze ich mal. Also erst auf den Baum und dann über die Mauer. Okay, gut zu wissen. Was haben wir hier? Kann ich helfen, Mr. Holmes? Nein. Judy, ich würde sagen, dass wir echt hier einiges schon abgearbeitet haben, beziehungsweise schon gesichtet haben. Wir gehen jetzt einfach mal ganz stumpf jetzt erst zur Leiche. Wir fragen erstmal den Typen hier, was hier los ist. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Nein. Dann gehen wir mal los und gucken uns das Ganze mal an. Dieser Speer kam von der Statue auf dem Podest. Okay, das wissen wir ja bereits. Hier ist Blut und hier sind Blätter. Trockene Blätter. Sie erzeugen Geräusche, wenn man auf sie tritt. Greystoke hat das wohl getan. Okay. Was sagt uns das? Auf dem Rasen in der Nähe der Leiche lagen eine Menge trockener Blätter. Es sieht so aus, als ob der Täter sie absichtlich dort ausgelegt hatte. Okay. Hier ist eine Uhr.
Das Gehäuse hat Kratzer und Dellen. Okay. Tissot-Uhr, Schweiz, 1855. Diese Uhr ist alt und wertvoll. Sie hat viel durchgemacht. Aber sie wurde nicht geklaut, das ist also kein Raubüberfall. Greystocks Ordner mit einigen Dokumenten. Diese Abbildungen stellen Maya-Symbole dar. Okay. Die stellen Maya-Symbole dar. Also hat das was mit den Mayas zu tun und mit der Statue selber auch. So, gucken wir uns das mal genauer an. Hier sind Initialen. Aber die interessieren uns anscheinend nicht. Sind das Schecks oder so? Das Geld wurde nicht genommen. Also, wie gesagt, kein Raubüberfall, definitiv nicht. Am Opfer fehlen keine Wertgegenstände. Der Treffer war gut gezielt und kräftig. Okidoke. Hast du uns was zu erzählen? Kann ich helfen, Mr. Holmes? Nein. Judy, dann hätten wir das. Was ist hier? Ach, hier ist auch noch so ein Maya-Dings. Wenn man Lestrade glaubt, war dieser Maya-Kalender der Grund für den Mord. Ach, das ist der Kalender. Okay. Aber wenn das der Grund für den Mord ist, warum ist der noch da? Der wurde ja dann nicht geklaut. Oder was sagen Sie dazu? Stets zu Diensten, Mr. Holmes. So, ist recht. So, okay. Dann quatschen wir mit dem Typen mal. Der wird uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Sir Charles, können Sie mir genau beschreiben, was geschehen ist? Ah, Mr. Holmes. Nun, um die Siegerehrung vorzubereiten, entschied ich mich, die Nacht über hier im Club zu bleiben. Ich saß alleine am Tisch, als ich ein lautes metallisches Geräusch und einen schrecklichen Schrei hörte. Ich rannte raus und fand den leblosen Körper von Zacharias. Und bei meiner Ehre, ich sah die Statue von Tekun Umman wegrennen. Sorry, das muss ich aber zuerst fragen. Sie sahen die Statue wegrennen? Sie sahen die Statue wegrennen? Es war zwar dunkel, aber ja, ich bin mir sicher. Sie rannte weg und machte dabei ganz schreckliche metallische Geräusche. Hä? Und das Podest ist jetzt leer. Sehen Sie nicht? Das erklärt auch die metallischen Kratzer. Aber irgendwer hat sich die übergestülpt oder so. Das kann doch nicht sein. Kannten Sie das Opfer? Ja, natürlich. Zacharias Greystoke. Er ist... er war ein Clubmitglied und exzellenter Bootsspieler. Warum war er hier? Aber warum war er zu der späten Stunde hier? Oh, ich weiß nicht. Woher haben Sie eigentlich den Maya-Kalender? Aus einer anonymen Spende. Wir erhielten ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte, ihn dem Sieger zu überreichen. Okay, das ist auf jeden Fall der Kalender, den wir gekriegt hätten. Ist der Kalender wertvoll? Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert, aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. Okay, Clubhaus betreten. Darf ich ins Clubhaus gehen? Das dürfen nur Mitglieder. Anderen darf ich das nicht erlauben, außer es liegt ein Durchsuchungsbefehl vor. Okay, den können wir auf jeden Fall kriegen. Wir gucken uns den Knaben nochmal ganz kurz an. So richtig viel haben wir von dem jetzt nicht erfahren, wenn ich ehrlich bin. Also, das war jetzt nix. Hier ist so ein Dings. Edelstein, schlechte Qualität. Okay, vielleicht ist er gar nicht so reich, wie man vielleicht denken könnte. Was haben wir hier? Jahresversammlung? Einladung. Keine Ahnung. Er hat eine Einladung. Jetzt ist... jährliches Meetings, Harrison. Ich denke mal, dass es eher sozial aktiv ist. Wenn es eine jährliche Veranstaltung ist? Ich glaube, ja. So, hier ist so ein Abzeichen. Das ist wahrscheinlich von einem Club. Politisches Symbol. Verzierung oder politisch aktiv. Also ich würde jetzt zum Beispiel von der CDU kein Abzeichen, auch wenn das ein blödes Beispiel ist, aber ich würde von der CDU kein Abzeichen tragen, einfach nur so aus Jux und Dollerei und als Verzierung. Also denke ich mal, dass er politisch aktiv ist. Hier so ein England-Dings. Abzeichen war beim Militär. Okay. Okay. Und scheint verheiratet zu sein. Okay. Das war anscheinend richtig. Okay. Sir Charles Yellingham ist der Leiter des Bowls Clubs,
des Archäologischen Instituts von London. Er war früher Soldat einer angesehenen Infanterieeinheit. Sir Charles ist verheiratet und macht einen wohlhabenden Eindruck. Allerdings täuscht dies offensichtlich. Er ist in der Tory-Partei politisch aktiv. Zudem scheint er ein aktives Sozialleben zu haben. Okay. Also mit dem haben wir jetzt nichts mehr zu schaffen. Gucken uns nochmal die Beweise an. Wir haben jetzt auf jeden Fall für Podest. Okay, da haben wir schon Erfragen gemacht. Dann müssen wir bei Maya-Kalender müssen wir nochmal im Archiv gucken. Ansonsten hätten wir da nicht so wirklich viel. Ein Mord in meinem Club. Ja. Da geht er hin, unser guter Ruf. Ja, das stimmt. So, ansonsten schauen wir uns nochmal ein bisschen weiter um. Ich glaube aber nicht, dass wir allzu viel finden. Also ich denke mal, dass wir tatsächlich gleich nochmal schauen, dass wir in die Baker Street fahren und ins Archiv gucken, was das denn für ein Maya-Kalender ist und inwiefern der wichtig sein könnte. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt noch so sein könnte. Hier ist auf jeden Fall noch was, aber was soll ich denn machen, wenn ich da hier nichts finde, ne? Also hier kann ich nicht wirklich viel machen. Also ich finde jetzt auch nicht wirklich was. Also haben wir hier bestimmt schon alles gefunden, aber wir müssen das noch irgendwie untersuchen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinen Schimmer. Auf jeden Fall ist da noch was, was wir vielleicht übersehen haben. Wir fragen ihn hier nochmal. Vielleicht was macht der? Vielleicht hat er noch irgendwie was. Und was ist mit der Statue? Bisher unklar. Ich denke, der Dieb hat sie mitgenommen. Irgendwie. Wer auch immer da zu Werke gegangen ist, war gut ausgerüstet. Oh, scheint so. Dann gibt es da noch Sir Charles' Version. Aber... Fahren Sie fort. Er sagte, er sei alleine an seinem Schreibtisch gesessen, als er einen Schrei hörte. Er ging hinaus und sah Greystoke am Boden liegen und... Ob Sie es glauben oder nicht, er sagt, auf dem Grün sei in der Nacht sonst niemand gewesen, außer der Statue selbst, die davonrannte. Sie meinen, die Statue könnte die Tat begangen haben? Interessant. Interessant? Eher absurd, würde ich wohl sagen. So wie Ihre eigene Version, meinen Sie? Mhm. Okay. Das Visualisierungstalent hilft Ihnen dabei, sich Objekte und Ereignisse bildhaft vorzustellen. Nur in bestimmten Situationen sinnvoll. Okay, alles klar. Also, wir haben hier... Statue springt vom Podest und flieht. Es ist eher... Okay, pass auf. Nee. Okay, das kenne ich von, wie heißt es nochmal? Man kann hier jetzt quasi die Szene nochmal neu machen. So, das kenne ich von, wie heißt denn das Spiel nochmal? Ich weiß es nicht mehr, so, wir haben auf jeden Fall, wenn ich es wieder weiß, dann sage ich es. So, Statue schleudert Speer. Statue springt vom Podest und flieht. Da muss ja erstmal was passiert gewesen sein. Greystoke tritt auf Blätter. Greystoke wird getroffen. Sir Charles kommt aus dem Clubhaus. Ja, das war's dann. Okay. So, ja, dann bilden wir mal nach. Also, das erste ist natürlich... Nee, das erste ist... Tritt auf Blätter. Dann wirft er. Dann wird er getroffen. Er flieht. Und er kommt aus dem Clubhaus. Ich glaube, wir sind dann richtig, ne? Also, bumm. Flieht. Ich glaube, das ist richtig. Ja, gucken wir uns das an. Nein, so lief das nicht ab. Ja, ich habe es schon selber gemerkt.
Denn es ist erst tritt auf Blätter, schleudert Speer, wird getroffen, dann guckt er und dann flieht er. So. Genau so. Greystoke wurde offenbar angegriffen, als er sich dem Kalender näherte. Und wurde durch den Speer der Statue von Tixuman getötet, die vom Podest sprang und über die Mauer floh. Das klingt irgendwie nicht so richtig. Zacharias Greystoke wurde offenbar durch den Speer der Statue von Tixuman getötet. Die Statue löste sich danach von ihrem Podest und flüchtete über die Mauer. Erfragen. Okay. Tatortuntersuchen abgeschlossen. Das heißt, wir hätten da auch auf jeden Fall alles schon mal gemacht. Untersuchen Sie den Mord an bla bla bla. Wir quatschen trotzdem noch mal mit ihm. Vielleicht gibt's da irgendwie noch was. Nun, Mr. Holmes, was denken Sie als mein Berater? Meine Folgerungen ähneln den Aussagen von Sir Charles. Meine Güte, Sie denken, die Statue war es? Es deutet alles darauf hin, dass der Speer vom Podest ausgeworfen wurde und Mr. Greystoke den Täter nicht bemerkte. Bestimmt. Die Journalisten werden ihre Version lieben, Mr. Holmes. Ich würde gern das Opfer und seine persönlichen Sachen untersuchen. Ja, Sie haben mich immerhin zum Lachen gebracht. Also gut, ich erlaube Ihnen die genannten Untersuchungen bei Scotland Yard, aber nicht mehr. Okay, das ist doch schon mal etwas. Wir können also in Scotland Yard können wir die Ermittlung fortsetzen, das ist schon mal gut. Was ist mit ihm hier? Zu Diensten, Mr. Holmes. Yep, so schaut's aus. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Ja, so schaut's aus. Jetzt quatschen wir nochmal mit dem Kollegen hier. Komm schon, jetzt. Okay, dann brauchen wir hier nichts mehr machen. Wir haben hier alles erledigt. Untersuchen Sie die Leiche von Zacharias Greystoke und seine persönlichen Gegenstände, die sich auf der Scotland Yard Wache befinden. Okay, alles klar, dann geht's jetzt nach Scotland Yard und wir werden da unsere Ermittlungen fortsetzen. Währenddessen machen wir ganz kurz nochmal Herleitung. Sir Charles war allein und Fakten über die Tat. Naja, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so viel kombinieren. Das bringt alles nichts. Na gut. Hätten wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Wir sind jetzt in Scotland Yard und gucken uns da die Leiche an und vielleicht gibt's da irgendwie Danke, was Interessantes. Sind, Watson. Die Leiche des Opfers liegt bereits im Autopsieraum. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Das ist auch gut so. Wir quatschen ihn trotzdem nochmal an. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Okay. Wir sind jetzt in Scotland Yard. Das kennt man ja aus Crimes and Punishments auch. Genauso, wie es hier aufgebaut ist. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, dass wir damit auch die Folge beendet haben. Wir werden dann gleich zur Leiche oder in der nächsten Folge zur Leiche gehen und diese mal untersuchen. Und vielleicht fällt uns da irgendwas Interessantes auf. Vielleicht auch wieder diese metallischen Spuren, die man auch auf dem Boden gefunden hat oder die wir auch auf dem Boden gesehen haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Say us. That's just your sick imagination. Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? Holmes, she tricked me. She... Where's she gone? What's it? Where? I don't know. This fight will be a fierce one.